So, dann mal raus hier. Und erstmal Mürren wieder in die erste Reihe. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch so verkaufen können. Wir haben noch eine Robe. Wir haben keine Pfeile. Hat jeder, der es haben soll, seine Zaubertränke? Schaut nicht so aus. Du kannst den Martalana geben. Die ganzen Starken kommen alle zu ihr. So, dieses Kreuz. Das war nicht magisch gewesen. Und es ist bloß in Anführungszeichen ein Preios-Amulett. Nehmen wir aber erstmal mit. Weil es schön aussieht. Dafür kriegst du jetzt ein Schild in die Hand. Und ja, Stirnreif und Ring. Den müssen wir erst abgeben, wenn wir wissen jetzt, wo wir genau hingehen. Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Also entweder den Gerüchten über die Drachen nachgehen oder nach Fexkaya. Aber das ist eine ganz schön lange Strecke nach Fexkaya. Und so ein Drache klingt irgendwie auch ein wenig interessanter. Also gut, wir wollen einen Waffenhändler. Hier war Krämerin? Nee, Kräuterhändlerin. Stimmt. Da waren wir ja gerade groß einkaufen. Da unten war aber eine Krämerin. Da oben war ein Waffenhändler. Der uns hoffentlich wieder reinlässt. Ist ja schon eine Weile her. Listkolf der Leise. Wir würden gern verkaufen. Und zwar das da. Zu 10% reicht uns da. Gwendolyn. Und wir würden jetzt noch gerne kaufen. Pfeile. 80 Stück. Ja, da wird nicht gefeilscht. Und gucken wir, ob noch irgendwas anderes Schönes im Angebot hat, was es sonst nirgendwo gibt. Wir sind ja schließlich in Torwahl. Einer großen Stadt und so. Aber nee, anscheinend nicht. Du nimmst mal alle Pfeile dahin und gibst die Hälfte Jallen. So, wir haben genug Zaubertränke, wir haben genug Gulmon-Blätter. Proviant ist ein bisschen mau, aber das passt schon, das können wir unterwegs finden. So, jetzt ist eigentlich noch die Frage, wo wir hingehen. Wir gucken erstmal auf die Überlandkarte. Oh, ein Bettler. Ihr sollt euren Dukaten haben. Und er hat ein Berufsgeheimnis für uns. Der Pfeffersack Störebrand betreibt hier so etwas wie ein Bankhaus. Das brauchen wir nicht wirklich. So, wir wollen gucken, wie das hier hinten hieß. Runens Hafen und Leuchtturmrunen. Das heißt, wir versuchen uns jetzt in die Richtung hier vorzuarbeiten und gucken immer beim Hafen, ob wir entweder ein Schiff finden, das hier in die Nähe führt, also Richtung Herberge, oder eins, das nach Runens Hafen führt. So, was haben wir da? Chaland. Okay, also Chaland oder Warnheim oder Wärmhack. Ob ich mir das alles merken kann. Aber gut, jetzt wollen wir zum Hafen und schauen, wohin uns die Winde bringen werden. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Na, Prem, Efferdum, Warnheim. Na gut, Warnheim. Irgendwie habe ich insgeheim gehofft, dass wir doch zum Drachen finden. Weil es halt interessanter klang. Aber na gut. Dann gucken wir jetzt von Warnheim nochmal nach einem Boot. Viljastal. Das war auf der Insel, da wollen wir auf keinen Fall hin. Und ankommende Schiffe. In den nächsten 2 Tagen wird wohl kein Schiff kommen. Na gut, so viel dazu. Das war jetzt nun wirklich mehr als deutlich von den Göttern. Wir sollen nicht zu dem Drachen. Jedenfalls vorerst nicht. So. Und wo wir gerade mal hier sind, besuchen wir unsere alte Freundin. Ihr klopft an, aber anscheinend ist niemand zu Hause. Dann eben nicht. Huschen wir durch das Pota. Und dann müssen wir gucken, ob wir die Herberge auch wiederfinden. Ist ja schon eine Weile her und wir sind doch recht panisch davor weggelaufen, als wir endlich draußen waren. So, Tirik, Gerugon, Gwendolyn. Kräuter suchen Jallen. 4 Stunden. Hat sie überhaupt Platz? Nee, nicht wirklich.
Starker Zaubertrank, starker Zaubertrank, starker Zaubertrank. Davon kannst du doch mal einen nicht abgeben. Das haben wir hier bestimmt ein Arax-Gift. Ja, die hätten wir auch mal verkaufen können. Und warum bist du so überladen? Ein Mut-Elixier, das können wir gleich auch noch ausprobieren. Du? Wie viel wiegt das? Jetzt ist es bei 1205. Ah, wiegt nicht viel. Aber sie ist nicht mehr überladen. Schöne Sache. So, schlafen. Jupp. Oh, Orks. Orks, Orks, Orks. Du. Bleib einfach mal da stehen. Genau so habe ich mir das gedacht. Du schießt dem da an den Rücken und Yallan gleich dem anderen in die Seite. Talana bekommt gar nichts davon mit. Oh, doch, bekommt sie. Tirik, geh doch mal dahin. Und du stell dich mal dahin. So, Gerugon, Gerugon, wo schicken wir dich mal hin? Du kannst von der anderen Seite versuchen ranzukommen. Und du schießt währenddessen fleißig auf die Orks. Das scheinen jetzt stärkere Orks zu sein. Normalerweise kippen die nach 6, 7 Trefferpunkten um. Aber der flieht schon. Vielleicht waren wir einfach nur zu nah an der Grenze ihrer Lebenspunkte. So, was mit dir? Du stirbst. Okay, so viel dazu. Das sind doch nur ganz normale, landläufige Orks. Du, dahin. Der Ork da hinten kann ruhig fliehen. Kommt eh keiner mehr ran. So, du gehst einfach mal weg. Du schießt bitte nicht Tirik in den Rücken. Und du kannst doch noch einen Treffer landen. Sehr schön. Oder auch nicht. Komm schon, Tirik. Sauber. Was haben wir hier? Rapier, Schwert, Dolch, Silberschmuck. Nein, danke. Drei Dukaten, die sagt mir ein. Und wir wollen weiterreisen. Wir grüßen den Jäger, huschen durch das Pota. Und hier mussten wir jetzt, glaube ich, den westlichen Ausgang nehmen. Der war irgendwo hier. Oder auch nicht. Otterche. So, und irgendwo zwischen das Pota und Otterche war jetzt die Herberge. Wir haben Mürrem in der ersten Reihe, richtig? Ich glaube schon. Aber erstmal können wir noch einmal richtig schlafen. Gerugon, Gwendolyn. Kräuter suchen. Können wir irgendjemand das Arax-Gift in die Hand drücken? Mürrem vielleicht? Sehr schön. Jetzt bitte Kräuter suchen. 4 Stunden. Ein Belmatblatt, eine Yoruga-Wurzel und 4 Tanelen. Die wir inzwischen aber leider gar nicht mehr essen. Aber gut. So. Jetzt halten wir die Augen offen. Wir wollen in dem Gemäuer einkehren. Oh, wir können da nicht absichtlich runtergehen. Das finde ich jetzt komisch. Werden wir jetzt wieder von Zombies überfallen? Schauen wir mal. Ja, instinktiv fahrt ihr hoch, weil ihr euch in Gefahr glaubt. In der Tat, Gerugon ist mal wieder eingeschlafen. Und ihr seid umgeben von scheußlichen Zombies in allen Stadien des Zerfalls. Na gut. Wirklich schwer waren die ja nicht. Kannst du über die Füße rüberschießen? Ah, sehr gut. So, hier ist in die Ecke. Das müssten eigentlich die Nah- und Fernkämpfer so schaffen, ohne Astralenergie. Und die waren richtig schön langsam. Ja, ich erinnere mich noch, wie Mürrem und Talana einmal rückwärts gelaufen sind und Pfeile geschossen haben. Das war schon ulkig. Also bestimmt nicht ulkig für die Zombies, aber für uns auf jeden Fall. So, du haust nicht dich, du gehst dahin. So, du gehst auch dahinter. Die Fernkämpfer richtig schön rankommen. Du schießt erstmal auf den bei Tirik. So, die Reihen lichten sich, abwarten.
Hau mal den da. Du musst jetzt... da kannst du nicht. Du musst eine Runde warten. Du schießt auf den. Ja, und dann... wäre ich beinahe versucht, Computerkampf anzumachen. Aber nee, Tirik macht gleich einen 16 Schadenspunkt-Treffer. Sehr, sehr schön. Waffe zerstört. Nein! Ich glaube, wir haben keine Ersatzwaffe für Gwendolyn. Dann muss sie wieder... einer der Elfen den Säbel klauen oder Rapier, je nachdem, was sie gerade da haben. Nicht Gerogon anschießen, nein, nein, nein. Du gehst mal einen Schritt nach da und schießt auf den. So, du wartest wieder ab. Hast du irgendwas anderes im Inventar? Nein. Dann geh doch bitte da hin und knuff dem in die Seite. Okay, so geht's auch. So, wir wollen in den Keller eindringen. Dann wollen wir Gwendolyn in die erste Reihe schicken. Wir wollen Gwendolyn auch die Glaskugel geben. Ja, wir wollen erstmal alle ein Gulmanblatt essen, damit wir auch genug tragen können. Zum Beispiel eine Glaskugel. Und dann müssen wir gleich rumexperimentieren mit der Magieresistenz. Also hier auf dieser Etage noch nicht. Aber eine drunter. Und ich weiß nicht mehr genau, wo runtergefallen sind. Das können wir gleich alles gucken. So, erstmal Glaskugel. Zu dir. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da war eine Truhe. Da war noch eine Truhe. Da sind wir rausgeflohen. Aber das waren Einwegwände. Und hier müssen wir irgendwo runtergefallen sein. Also ich glaube, hier war die klebrige Flüssigkeit auf dem Boden und da war die Mumie. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Na gut, gehen wir erstmal vorsichtig vor. Das ist der blaue Raum. Wo nur die Geheimwand drin war. Hier war die Schatzkammer, Anführungszeichen, des alten Wirts. Wo nur das Graja drin war. Nicht mal ein paar Silberstücke oder irgendwelche Dokumente. So, genau. Hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gangseite zu erreichen. Und da hatten wir hier dann eine Mumie. Eine Etage tiefer haben wir schon mal nochmal so eine klebrige Stelle gefunden. Aber da sind wir dann nicht in die Richtung gegangen, sondern in eine andere. Das können wir später auch noch überprüfen. So, geht's jetzt hier runter? Nein, geht es nicht. Dann muss da oben irgendwo eine Falle sein. Nimm, nimm, nimm. Wollen wir jetzt absichtlich runterspringen, um dann eventuell wieder eingefroren zu werden? Nee. Gucken wir erstmal hier weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas, um das da unten aufzuheben. Weil es wurde angedeutet, dass man diese Falle oder was auch immer das ist, deaktivieren kann. Wow, 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 wow. Was zur Hölle? Raus. Was bist du für ein komisches Geräusch? Irgendjemand krank? Irgendjemand verletzt? Nee. Also wenn ich da drauf trete, kommt schon mal ein Geräusch. Und wenn ich dann weitergehe, kommt noch eins. Okay, teilen wir mal die Gruppe. Ich kann die Gruppe hier nicht teilen. Achso, das war teilen. Gerogon, bleib mal hier. So. Ihr könnt euch nicht orientieren, weil es stockfinster ist. Die andere Gruppe ist direkt vor dir. Da ist überall Licht. Menno. Mein Plan war jetzt irgendwie diesen Schalter oder was auch immer das ist, da zu deaktivieren. Indem wir da einen draufstehen haben. Aber das klappt wohl nicht. Na gut, dann halt wieder alle zusammen. Kann man hier durch die Wand? Nein. Okay, also wenn wir uns da drauf bewegen, geht die Wand zu. Wenn wir uns da drauf bewegen, geht die Wand wieder auf. Okay, nochmal trennen. Nehmen wir diesmal Mürren. Gehen dahin, die Wand ist zu. Wir wechseln auf Mürren. Wir zaubern mal.
Veränderung. Flim Flam. Und es ward Licht. Sehr schön. Der Gang ist jetzt offen. Wechseln. Aha, aber sobald wir zu einer Gruppe wieder zurückwechseln, ist der Gang wieder zu. Das ist natürlich ein Dorf. Wenn du jetzt einen Schritt vormachst, ist der Gang wieder auf. Ah. Jetzt könnten wir die Gruppe vereinen, aber ich weiß nicht, was dann passiert. Also schicke ich einfach mal Mürrem alleine vor. Dann kann doch nichts schief gehen. So, jetzt nehme ich die andere Gruppe. Geh hinterher. Geh wieder vor. Und irgendwie hat das geklappt. Fragt mich jetzt nicht wie. Aber wir sind auf der anderen Seite angekommen. So, Gwendolyn vor. Tür auf. Wo kommen wir? Schon wieder dieses komische Geräusch. Was machst du? Also du deaktivierst bestimmt wieder irgendwas, aber... Egal. Solange es vorwärts geht, gehen wir erstmal vorwärts. Ein großer Raum. Das ist der, durch den wir durchgeflohen sind. Wollen wir hier überhaupt lang? Na gut, wir sollten eh alles aufdecken. Der Raum, den ihr betretet, ist vollkommen leer. In der Mitte jedoch, genau über dem in einer bräunlichen Farbe gezeichneten Pentagramm, scheint sich eine Gestalt zu formen. Aus einem grässlich verzerrten Gesicht starren euch die hohlen Augen an und scheinen euch die Seele aus dem Leib reißen zu wollen. Hallo? In der Mitte ist aber nichts. Das ist gar nicht gut. Gucken wir mal hier hin. Kein Kampf. Ihr hört von irgendwoher ein Knirschen. Von da unten. Oh, war das da unten vorher auch schon offen? Ich glaube... Ah! Die Tür da macht die Wand wieder zu. Wie kriegen wir die Wand jetzt wieder auf? Müssen wir bestimmt wieder die Gruppe teilen oder irgendwie diese Einwegwände nutzen. Ich höre kein Fiebgeräusch. Achso, das Knirschen. Wand ist auf. Okay. Jetzt gehen wir von dem Feld runter. Ist wieder zu. Okay, jetzt müssen wir die Gruppe wieder trennen. Diesmal lassen wir Georgon aber im Dunkeln hier. Tür ist immer noch auf. Tür ist immer noch auf. Sehr schön. Oh, und wir haben vergessen, Gwendolyn eine ordentliche Waffe zu geben. Ja. Hau den mal mit bloßen Fäusten. Das hat vorhin so gut geklappt. Und klappt immer noch. So, du verbrennst die Mumie. Kampf. Ignifaxius. 5. 38 Trefferpunkte. Sehr schön. Du gehst dahinter und zauberst gleich einen Fulminictus. Und du stellst dich dahin und haust einfach drauf. Zaubern. Kampf. Wir wollen es gar nicht erst dazu kommen lassen, dass irgendjemand krank wird. So, Silberschmuck, Silberschmuck, Silberstreitkolben. Das klingt doch mal interessant. Der Rest bleibt hier. 5 Abenteuerpunkte. So, jetzt machen wir einen kleinen Cut und in der nächsten Folge gucken wir mal, was hinter der Ecke da vorne ist. Also bis gleich.